Hallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Kakerlaken-Party-Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der vergangenen Woche, zusammengeschnitten als ein Video, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung bei diesen neuen Betrüger-Telefonaten. Ja, wen habe ich da? Hallo. Ja, hallo, guten Tag, Herr Andreas. Ja, was, Andreas? Ich bin Wendy Hans und Sie haben eine Anmeldung gemacht über Onlinehandel. Wie möchten Sie denn sprechen? Hier steht Andreas. Und weiter? Ja, nur Andreas steht hier. Andreas Gott. Ach so, ja, Herr Gott, ist richtig, ja. Ja, sind Sie? Ja. Ja, schon Sie zu erreichen. Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Trading, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ja, war ja schon ganz lange her. Nicht so lange her, letzten Monat haben Sie es gemacht. Was? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Sie haben es letzten Monat gemacht. Ja, ist ja schon eine Weile her. Letzten Monat ist so lange her. Eine Weile, ja. Also, aber wissen Sie, was es ist, Online-Trading und wie es funktioniert? Ja. Haben Sie schon mal Erfahrung gehabt, vielleicht? Nee. Okay. Nur gelesen und Informationen haben Sie gehört. Ja, naja, mehr habe ich da jetzt noch nicht gemacht, nee. Okay, wenn ich fragen darf, warum machen Sie es nicht? Na, hat mir nicht gefallen. Was hat Ihnen nicht gefallen? Für die Firma, die sich da gemeldet hat. Ach so, die Firma. Ja, weil Sie haben es, diese Anmeldung, bei einer Seite gemacht. Und die Daten sind weiter bei uns geleitet, Herr Gott. Ja, und du? Und ich möchte Ihnen gerne sagen, wie das bei uns funktioniert. Ich weiß nicht, was haben Sie gelesen? Oder mit wem haben Sie gesprochen? Das weiß ich nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Ja, deswegen, ich werde Ihnen sagen, wie es bei uns funktioniert. Funktioniert es bei Ihnen anders? Nochmal? Funktioniert es bei Ihnen anders, oder wie? Naja, ich habe Ihnen gesagt, dass ich weiß nicht, wie funktioniert bei dem anderen Unternehmen. Vielleicht haben Sie nicht gefallen, die Profite, die Sie kriegen. Ja. Oder weiß ich auch nicht, was hat Ihnen nicht gefallen. Okay? Weil wir ein Unternehmen, wir arbeiten in fünf verschiedenen Bereichen. Ja. Wie Forex, Kryptowährungen, Rohstoffen, Indizes und Aktien. Ja. Okay? Mhm. Haben Sie schon mal davon gehört? Wovon jetzt genau? Ja, von diesen fünf Bereichen oder fünf Markets. Da gibt es da verschiedene Bereiche, ja, das weiß ich. Ja. Wissen Sie, haben Sie schon mal gehört? Okay, wir bitten Ihnen einen Finanzberater, eine Person, und der wird mit Ihnen handeln und der wird Ihnen erklären, wie wird das alles funktioniert. Ja. Auf jeden Fall sind von den Profiten, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay. Wir garantieren Ihnen einen Profit bis 20 Euro pro Tag. Und das Profit, das Sie nehmen pro Tag, 95% gehört Ihnen und nur 5% nehmen die Finanzberater. Aha. Okay? Ja. Und wir geben Ihnen 2 Wochen Probezeit, dass Sie uns testen. Und wenn Sie sagen, nach diesem Probezeit, nein, ich will nicht mehr mit Ihnen handeln, auf jeden Fall in jedem Moment können Sie eine Auszahlung lassen, ihre Einzahlung, die sie gemacht haben, mit dem Profit, das sie in diesen 2 Wochen erreicht haben, mit dem Finanzberater. Und in diesem 2 Wochen Probezeit, sie werden mit unserem Kapital handeln, weil wir geben ihnen auch einen Bonus von 100%, okay, und in diesen 2 Wochen, sie werden mit unserem Kapital handeln. Ja.
Also haben Sie mir verstanden oder haben Sie Frage dazu? Ja, na, dann verbinden Sie mich mal an so einen Finanzberater. Möchten Sie mit dem Finanzberater reden? Ja. Okay, wenn ich fragen darf. Auf jeden Fall ist Ihre Entscheidung, aber wenn ich fragen darf, warum möchten Sie mit dem reden? Ja, weil der dann entscheidet, was mit meinem Geld passiert oder nicht. Hallo, was denn du? Ja, können Sie mich hören? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Okay, ja, vielleicht wegen der Verbindung. Können Sie bitte wiederholen, was Sie gesagt haben? Ja, dann verbinden Sie mich mal an so einen Berater. Ja, aber wenn Sie Fragen haben, auf jeden Fall können Sie mir bestellen, diese Frage nur machen. Ja, ich wollte mit dem Finanzberater mal sprechen. Sie sind doch kein Finanzberater, oder? Nee, ich bin eine Kontoverwalterin. Na, sehen Sie. Okay? Ja. Und mit dem Finanzberater, Herr Gott, Sie werden nur, wenn Sie diesen Konto aktiviert haben, dann können Sie auch mit dem Finanzberater reden. Weil so, auf jeden Fall, was für eine Frage haben Sie, ich werde Ihnen gerne beantworten. Aha. Und jetzt sagen Sie nichts mehr, oder wie? Naja, ich warte auf die Frage, was Sie haben. Ja, und ich warte auf den Finanzberater. Okay. Herr Gott, ich habe Ihnen gesagt, dass was eine Frage, dass Sie haben, ich kann Ihnen gerne beantworten. Okay? Na, aber ist der Finanzberater da nicht besser? Nochmal? Ist denn da der Finanzberater nicht besser im Beantworten der Frage? Naja, auf jeden Fall, aber ja. Wenn er hat auch keine Zeit jetzt gerade momentan, deswegen. Ach weil so. die sind in einer richtigen Mietung. Jetzt gerade. So deswegen, ich sage Ihnen, Sie können mir diese Frage, was Sie haben, gerne stellen. Und ich werde Ihnen sehr gerne antworten. Ja, aber ich habe ja weiter keine Frage. Ich wollte ja gern von dem Finanzberater beraten werden. Ja, okay, Sie werden es machen. Okay? Ja. Deswegen, Herr Gott, wie ich Ihnen gesagt habe, wir geben Ihnen 2 Wochen Probezeit, Testphase. Ja. Okay, und in dieser Zeit, Sie arbeiten mit und Sie finden aus, wie das mit uns funktioniert. Ja. Okay, und Sie werden auch weitere Fragen mit dem Finanzberater stellen und wegen die Projekte, okay? Ja. Den Bereiche und alles. Ja. Und wo möchten Sie investieren? In welchem diesem 5 Bereiche, das ich Ihnen gesagt habe, wo werden Sie investieren? Wo wird besser für Sie? Wo werden Sie mehr Profit erreichen? Ja. Okay, und so weitere Informationen. Mhm. Okay, deswegen, Sie haben diese Möglichkeit, okay, mit 0 Risiko. 0 Risiko. Ja, 0 Risiko, Sie in diesem 2 Wochen Probezeit und oder Testphase, können Sie auch so sagen. Okay, das bedeutet, dass Sie machen keine Investition. Ja. Also wie? Okay. Ich dachte, ich soll da investieren. Nochmal? Ja, ich dachte, ich muss da was investieren. Jetzt soll ich nicht investieren? Nee, Sie werden keine Investition machen, Herr Gott. Okay, ja. Sie werden diesem Geld, das Sie einzahlen, es wird immer Ihrem Geld sein. Okay? Und danach können Sie entscheiden, ob Sie weiter mit uns machen wollen, oder möchten Sie Schluss machen? Ja. Okay, die Finanzberater bereitet für Sie ein Projekt. Okay? Mhm. Wir haben kleine Projekte und große Projekte auch. Ja. Und er gibt Ihnen die Möglichkeit zum Entscheiden. Mhm. Okay? Wollen Sie mit großen Projekten machen oder mit kleinen? Ja. Sind Sie jetzt zu Hause? Ich bin zu Hause. Okay. Und haben Sie die Möglichkeit, vor einer Rechnung zu sitzen?
da hätte ich die Möglichkeit, ja. Okay. Gehen Sie bitte vor Ihrem Rechner. Und was soll ich da? Okay, ich werde Ihnen alles erklären. Aha. Okay. Ja, was denn du? Du machst du schon mal das Mikrofon aus. Hallo? Ja, hä? Ja, ich bin hier. Ja, was denn jetzt? Okay. Gehen Sie bei dem beim Google-Seite? Ja, und da? Ich möchte Ihnen nur eine Frage machen. Haben Sie vielleicht ein Programm, der Anydesk heißt oder TeamViewer? Nee, da müssen Sie ja nicht mit auf meinen Computer gucken. Ist ja Quatsch, brauchen Sie ja nicht. Oh, nee, naja, ich möchte Ihnen nur erklären und ja, unsere Seite auch zeigen. Ja, brauchen wir aber nicht dazu, um was zu zeigen. Okay. Also, Herr Kott, Sie wollen etwas machen? Naja, umsonst bin ich ja nicht am Telefon. Nochmal bitte? Umsonst bin ich ja nicht bei Ihnen am Telefon. Naja, okay. Okay, gehen Sie jetzt beim Google-Seite? Ja, dann? Und schreiben Sie... Ja, was denn da? Sie müssen doch mal auch mal ganze Sätze reden. Also, Herr Kott, wie zahlen Sie normalerweise? Haben Sie eine Kreditkarte? Oder ja, normalerweise zahle ich nach der Beratung, nicht davor. Nach der Beratung? Ja, nach der Beratung. Also, ich bin hier die Kundenberater. Ja, aber nicht die Finanzberater. Also, die Finanzberater, Herr Gott, wie ich Ihnen gesagt habe, Sie werden mit über die Projekte reden. Okay? Ja. Okay, Herr Gott, wenn Sie wollen, auf jeden Fall, ich kann Ihnen ganz kurz mit dem Finanzberater weiter verbinden. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob er Zeit hat jetzt momentan. Das kann man okay, dann ich frage mal. Mhm. Ich frage mal. Warten Sie ganz kurz. Ja, hallo? Ja. Wunderschönen guten Tag. Also spreche ich gerade mit dem Herr Kott, ja? Okay. Ja. Grüße Sie. Also den Finanzberater von Firma Proforbeck, Kevin Pan, mein Name. Wie kann ich weiterhelfen, bitte? Ja, die Frau sagte, Sie können mich beraten mit so, was ich da jetzt mache. Also, was Sie erstmal machen müssen, ist erstmal den Konto einzurichten. Sie haben schon das Konto eingerichtet bei uns, aber Sie haben schon noch nicht aktiviert. Das bedeutet, Sie haben schon die Möglichkeit, erstmal 2 Wochen Testphase haben, das zum Entschieden. Ja. Sie haben eine Möglichkeit mit einem Mindestbetrag 200 Euro also einzulegen, kriegen Sie einen Kreditbonus plus 200 von uns, das Plattform auszuprobieren und das Plattform kennenzulernen, mich kennenzulernen auch und die weitere Informationen, was Sie brauchen wegen dem Projekt, wo Sie gerne investieren möchten, den Bereichen, wo Sie gerne investieren möchte in unsere weitere Informationen. Ja. Also, ich garantiere Ihnen, das Geld, was Sie zahlen dort, Sie werden überhaupt nicht angefasst. Also, am anderen Seite, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, mit meinem Kapital eine Testphase machen, 2 Wochen lang. Und den Profit der 95% gehört schon für den Kunde und 5% für unsere Unternehmen, für Finanzberater. Mhm. Haben Sie einen Computer in Ihnen? Ja. Okay, gehen Sie ganz kurz von dem Computer oder sehen Sie da? Ja, was soll ich denn da machen? Also, loggen Sie bei der Seite, wo ich gerade buchstabieren werde. Ja. Also bei Market Trends Education. Dann darf ich fragen. Gott. Was denn? Benutzen Sie eine App mit dem Namen Anydesk oder TeamViewer? Ja, das hatten wir ja schon, das ist unseriös. Also ich weiß nicht, ich bin in einem anderen Bereich. Ich weiß nicht, was haben Sie schon mit dem Kundenberaterin gesprochen? Aber Anydesk ist ja unseriös. Unseriös? Mhm. Okay, und wie können uns denn Operationen eröffnen? Sagen Sie mir bitte.
Ja, ohne Anydesk. Ohne Anydesk machen wir das, ja? Ja. Okay, machen Sie den Kontoaktivierung jetzt. Also bei dem Market Trend. Wie zahlen Sie normalerweise ein? Wie meinen Sie das? Wie zahlen Sie normalerweise ein? Über eine Kreditkarte oder normale Überweisung? Ja, sowohl als auch. Nochmal? Sowohl als auch. Ich kann nicht so gut hören. Ja, wir sind auch sehr leise. Also nochmal, haben Sie eine Kreditkarte oder machen Sie das per Online-Banking? Ja, habe ich sowohl als auch. Kreditkarte haben Sie auch? Ja. Okay, gehen Sie bei der Market Trends Education. Ich werde das buchstabieren. Also schreiben Sie bei Google-Seite, bei dem Suchleisten oben. Also Market, wie Market? Ja. Und dann? Und dann Trends? Theodor, Richard, Emil. Ja, und dann? Nordpol, Siegfried. Ja. Punkt Education. Und was machen wir da? Sind Sie bei der Seite? Ja. Also gehen Sie bei Anydesk, wenn möglich ist, bitte. Ich darf gar nichts bewerten, sondern ich sehe nur die Seite, wo Sie sind. Ja, bei Anydesk ist mir zu unseriös. Das macht man nicht für Bankgeschäfte. Also Anydesk und also auch dem Teller zu waschen ist bei mir auch unseriös, mit das ich gerade höre. Was für ein Ding? Ich weiß nicht, sind Sie vor den. Was sehen Sie bei der Seite? Ich habe die Seite buchstabiert. Ich warte auf Ihnen. Ja. Was machen Sie gerade? Ja, ich warte auf Sie. Haben Sie schon die Seite geschrieben bei dem Suchleisten? Ja, die ist schon auf. Was sehen Sie dort? Sagen Sie mir. Na, die Seite, die Sie mir buchstabiert haben. Die Seite, sagen Sie mir, was sehen Sie dort? Lesen Sie was? Was soll ich denn da lesen? Können Sie nicht lesen, was oder wie? Was steht dort? Also ich finde Sie ganz schön unseriös, muss ich ja sagen. Nochmal bitte, Sie haben schon das an Meldung selber gemacht bei dem Trafikon, mit dieser Telefonnummer, mit der E-Mail-Adresse bei dem Vorbestreder. Ja, und jetzt ruft und jemand an, der unseriös. Nochmal bitte? Und jetzt ruft jemand an, der unseriös ist, das ist richtig. Was sollen Sie für Informationen mehr haben? Ja, was sollen Sie? Das ist doch nicht seriös, was Sie da machen. Wo merken Sie das? Wo kennen Sie das Methode? Ist ja, in der Kakerlaken-Aussprache. Das ist ja wie in so einer Kasse. Okay. Wir reden ja und wie im Ghetto. Was bedeutet das, wenn jemand ist schon, also Ausländer, was soll das heißen? Darf also nicht arbeiten oder wie? Das habe ich nicht gesagt. Du, ich habe gesagt, Sie hören sich an wie aus einem Ghetto. Aus dem Ghetto? Ja. So reden also, Sie arbeiten auch Küchenhelfer, mit das ich höre. Also waschen Sie Teller gerade oder was machen Sie gerade? Nee. Ja. Das macht der Geschirrspüler, also, die Teller waschen, das meine ich per Hand. Also, okay, sehr gut. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, weiß ich nicht, Sie sind doch die Person am Telefon. Also, Sie haben schon Interesse, das zu machen. Wie zahlen Sie normalerweise ein? Ja, das hatten wir doch aber auch schon. Nochmal wieder? Das hatten wir doch schon. Wir haben. Ja, Sie wiederholen sich. Ja. Also ich habe keine Zeit zum Verschwenden, weil ich habe einen wichtigen Termin. Gleich, ja? Also wenn Sie wollen das machen, können Sie machen. Wenn wollen Sie das nicht machen, dann ich wünsche einen schönen Tag. Also haben Sie jetzt keine Zeit mehr, oder was? Ja, habe ich leider keine Zeit. Ach so, gut, dann... Können wir ja natürlich nicht weitermachen, wenn Sie jetzt keine Zeit haben und anrufen, wenn Sie keine Zeit haben. Nochmal bitte? Da kann ich ja nichts dafür, wenn Sie anrufen, aber eigentlich gar keine Zeit haben. Also ich habe Ihnen angerufen, Sie haben schon gesagt, du Hurensohn, bist du ein Hurensohn, weißt du das? Sie haben gesagt, ich wollte mit dem Finanzberater sprechen. Ja? Richtig. Ja, richtig. Und jetzt? Was ist jetzt? Nochmal bitte? Mit solchen Hurensohnen wie du? Natürlich ist es unseriös. Ja, genau. Was wollen Sie mehr? Sprich weiter von deiner Familie. Du Hurentochter. Nochmal bitte? Ich sagte, sprich weiter von deiner Familie. Also du bist ein Hurensohn, du bist ein Obdachlos. Also hast du keinen Cent, du sammelst Flasche, lebst auf dem Brücke, glaube ich, 100%. Okay. Weil unter
Also, und weil das, unter diesen Kontaktdaten ist schon eine Anmeldung gemacht. Ja. Also, aber ein Penner wie du hat keinen Respekt erstmal für eine Frau, die vorher gesprochen hat, und für mich auch, also den Zeit zu verschwenden, weil sie wissen nicht, also mit wem, also machen sie das Arbeiten. Ja, ich weiß aber mit wem ich rede, mit einem Kriminellen. Weil, also mit deiner Mutter redest du jetzt gerade, nee, vom Friedhof, mit deinem. Also lebt deine Mutter noch, oder soll ich auf Friedhof ficken? Ja. Soll ich da gehen oder wo? Du Hurentochter, Hurensohn. Das findet ihr in... Hurensohn bist du. Was bist du? Bist du ein Hurensohn? Doch nicht seriös. Hurensohn, Hur... Was soll ich mehr sagen? Ich habe ganz, also die ganze Seite erklärt und... Also die ganze Information erklärt und... Also ich weiß nicht. Was sind Sie beruflich? Beruflich sind Sie ein Penner. Mit das ich merke, Hurentochter. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Hallo, spreche ich gerade mit Herrn Hammut? Nee. Emma Stefanie ist am Apparat, wie geht es Ihnen, Herr, alles gut heute? Ja, Sie sprechen mit Herrn Schimmeldöner, nicht mit Herrn Hartmut. Schimmeldöner, ja? Ja. Emma Stefanie ist am Apparat, wie geht es Ihnen, Herr, alles gut heute? Emma Stefanie, wie kommen Sie denn zu diesem abgefahrenen Namen? Wie? Wie kommen Sie denn zu diesem abgefahrenen Namen? So, Herr. Ich wollte mit Ihnen kurz sprechen über Ihre Erfahrung mit Online-Investitionen. Ja. Erinnern Sie sich? Haben Sie eine Erfahrung? Nein. Haben Sie keine Erfahrung? Okay. Nee. Haben Sie ein paar Informationen überhaupt? Wissen Sie, wie das funktioniert? Was denn? Haben Sie, oder? Na, was meinen Sie denn? So, ich wollte nur eine Vorstellung über unser Unternehmen machen. Ja. Und ein paar Informationen mit Ihnen zu teilen. Ja, na dann, hopp, hopp. Haben Sie Interesse in Online-Investitionen, Herr? Na ja, dann hopp, hopp. Ja? Nun, erzählen Sie doch. Herr, wo sind Sie gerade? Sind Sie zu Hause? Wollten Sie nicht irgendwas erzählen jetzt gerade? Herr. Ja? Schlimmen Donner, ja. Schimmeldöner. Richtig. Sind Sie zu Hause jetzt? Aber Sie wollten doch jetzt gerade was erzählen. Ja, über unser Unternehmen. Ja, genau. Haben Sie gehört für unser Unternehmen EU-Finanz? Oder? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Okay, ich kann für Ihnen eine Vorstellung machen. Herr Schimmeldöner. Schimmeldöner. Ja, unser Unternehmen heißt EU-Finanz. Ich bin hier eine Sprechpartnerin, Emma Stefanie. Und wir unterstützen die Kunden in verschiedenen Finanzmärkten zu investieren. Ja. Wir bieten auch die beste Dienstleistung an für unsere Kunden. Hm. Und sie haben die Möglichkeit, so in Bitcoins, Amazon, Rohstoffe, Aktien, Tesla zu investieren. Ja. Also ich weiß nicht, haben Sie zum Beispiel für Bitcoins gehört? Ja? Hm. Okay. Ja. Sie haben zwei Möglichkeiten bei unserem Unternehmen, Autotreter arbeiten oder mit einem Broker. Wenn Sie Autotreter arbeiten, können das selbst machen. Ja. Und wenn wir mit einem Broker arbeiten, können Sie, so unser Unternehmen hat, wir haben unsere Experten, das können wir Ihnen helfen, für alle die richtige Information und für alle die so richtige Positionen in verschiedenen Finanzmärkten. Ja. Aber zuerst sollen Sie, Herr Schimmeldöner, als Kunde bei unserem Unternehmen zu sein. Und für das sollen Sie nur Ihre Kontakte zu machen. Ja. Bei unserem Unternehmen ist ein Mindestbetrag, das ist 250 Euro. Aber Sie, wenn Sie möchten, wollten, können Sie mehr investieren, Herr Schimmeldöner. Ja. Unsere neue Kundin, wir bieten auch eine Probezeit. Die Probezeit steht nur 2 Wochen, wo Sie können sehen, Ihre Profite jeden Tag, jede Woche, auch jeden Monat. Und wenn Sie zufrieden sind, können Sie weiter mit unserem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie Auszahlung machen, zusammen mit Ihrer Profite. Ja. Also, Herr Schimmeldöner, haben Sie eine Frage? Alles klar bei Ihnen? Ja. Okay, haben Sie einen Computer dabei? Ja? Haben Sie das? Okay, öffnen Sie bitte Ihren Computer. Nein.
Nein, wieso? Weil ich doch die Garantie von meinem Computer verliere, wenn ich den jetzt öffne. Außerdem habe ich keinen Schraubenzieher zur Hand. Wie? Ich habe keinen Schraubenzieher zur Hand. Starten Sie Ihren Computer an, bitte, Herr Schimedono. Starten den an, okay, dann starte ich den mal an. Okay, haben Sie Internet? Ja, wenn ich den Finger aus dem Fenster halte, dann habe ich ab und zu Internet. Haben Sie auch Internet? Herr Schimedono, okay. So, Sie können ein Programm herunterladen und danach wir können weiter mit diesem Programm, ich kann Ihnen alle die Schritte zeigen. Was denn für ein Programm? Okay. AnyDesk. Haben Sie dieses Programm in Ihrem Computer? Nein, was macht dieses Programm in diesem Computer? So, AnyDesk ist ein Verbindungsprogramm. Oh. Wo ich kann Ihnen alle die richtigen Schritte zeigen, in so unsere Plattform zu zeigen, unsere Website, okay? Ja. Haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer, Herr Schimedono? Nein. Telegram haben Sie? Nein. E-Mail haben Sie? Ist das okay, ich kann das schicken für E-Mail. Ja. Ich kann dabei zugucken, wie Sie das schicken können bei E-Mail. Okay, super. Ich schicke Ihnen jetzt dieses Programm per E-Mail, okay? Ja, fein. Das machst du fein. Okay, Knusprig, knusprig war der Name von Herrn Schimmeldöner. Wie? Danke. Danke für was? Für die Nachfrage. Welche Nachfrage? Na, die Frage wie. Wie was? Na, wie was wäre? Wie was denn wäre? Ja, wie was wäre, wenn... Warum? So, Herr. Ja? Ich kann jetzt... Können Sie bitte vernünftig und Deutsch sprechen? Warum sagt es ein Mann im Hintergrund vor? Sehr interessant. Möchte nicht der Mann mit mir sprechen, wenn der alles vorsagt? So, Herr. Nur einen Moment. Ja, gib mir mal den Mann. Sind Sie bei Ihrer E-Mail? Na, wollen Sie nicht mal den Mann im Hintergrund geben, der Ihnen alles vorsagt, der heimlich das Gespräch mitbelauscht? Hallo, hallo, mein lieber Herr. Wie geht's? Hartmut Schimmeldöner, oder? Schimmeldöner. Schimmeldöner. Ja. So wie Döner. Und Schimmel. Und, ja. Oh, das ist schön. Aber. Woher kommt Ihr Nachname aus und was für eine Bedeutung hat? Weiß ich doch nicht. Verteilt den Namen. Ja, was für eine Bedeutung hat Ihr Vorname? Ja, weiß ich doch nicht. Ehrlich? Was soll ich denn das wissen? Das ist wirklich schade, ne? Also, naja, schon zur eigenen Information. Mhm. Zum Beispiel aus Neugier, ne? Sowieso. Ja. Mein Name ist Alex, lieber Hartmut. Und ich bin der Account Manager von der Frau, Herrn Hartmut. Schimmeldöner kann ich nicht sagen. Doch. Ja. Hartmut. Hartmut. Nee, so, dann habe ich keine Lust, was bei Ihnen zu investieren. Nee, dann bitte so, Sie werden nicht investieren sowieso, denn ich habe ja den Gespräch gehört und... Ja, ich weiß, ihr hört ja illegal die Gespräche ab. Ja, genau. Ja. So, Hartmut, guck mal. Schimmeldöner. Hartmut. Schimmeldöner. Hartmut. Also es gibt zwei Leute, zwei Typen von Leuten, ja? Ja. Es gibt gute Hurensohne und auch schon hässliche Hurensohne. Ja, und wo gehörst du dazu? Wo denken Sie, dass Sie gehören? Wo gehörst du denn dahin? Ich gehöre zu den Guten. Ja? Ja. Aber zu den Leuten, die die Leute betrügen, ja? Nicht unbedingt. Doch. Ich betrüge diejenigen, die sich keine Ahnung und keinen Kopf dazu haben. Ja, aber sie klauen doch Geld. Das ist illegal. Ich klaue kein Geld. Wenn ich das ganze Geld, was ich versammelt habe bis heute, für mich selbst hätte, dann ich wäre mir ein Millionär sein. Ja. Sondern schon ich helfe Leute. Nimmt dir dein Chef alles weg? Da kommen sich inzwischen auch schon hässliche Hurensohne, so wie du. Ja. In die Mitte, dass wir uns schon beleidigen müssen. Ja, und dass wir uns schon unsere Gesichter ändern müssen. Ja, aber dann fällt das ja auch. Es ist nicht unsere Schuld, oder? Es ist nicht unsere Schuld, es ist deine Schuld. Nee, ihr seid ja die Betrüger. Genau, mag ja sein. Genau. Also, Hartmut, sag mir mal bitte. Ja? Warum benimmst du ja so denn? Was? Warum benimmst du dich so? Wie denn? Ja, so wie du benimmst gerade. Ja, wieso benimmst du dich so, wie du dich benimmst gerade? Weil ich so bin. Ja, das ist aber schlecht. Ist aber schlecht.
Okay. Schlechte Familienstube. Das ist ein ganz schlechtes Kinderzimmer. Ja. Naja, schade, aber ich habe bis jetzt 5 Kinder gemacht. Das ist aber schlecht. Ja, also, das bedeutet, sich noch fünf, so wie mir, werden sich in den Welt kommen. Ja, das ist traurig. Haben Sie Kinder? Nee. Ich sorge dafür, dass die Welt nicht so überbevölkert wird. Aber siehst du mal, also die guten Leute sind impotent, mein Lieber, so wie du. Ja. Interessant. Impotent und niemand liebt euch. Ja. Ja. Nur die Bösen, so wie ich, wenn du mich schon so zeichnen willst, also dass du denkst, dass ich eine böse Person bin, aber nein. Ja. Ich bin nicht eine böse Person. Nee. Aber sowas nennt man doch kriminell. Betrüge. Bitte? Sowas nennt man doch aber kriminell. Nein, nennt man nicht ein Kriminell. Nein. Was, 5 Kinder zu machen, nennt man kriminell? Ja, das auch. Das auch? Warum denn? Ja, wegen der Überbevölkerung und so. Genau. Und warum soll ich einen Scheiß geben über die Überbevölkerung? Naja, müssen ja alle was zu futtern haben, ne? Mir aber scheißegal. Du verdienst ja dein Geld schon illegal. Ich werde mir schon versammeln, so viel, dass ich kann. Und der andere kann sich sterben einfach. Ja, aber wenn wir dann noch 5 haben, die illegal Geld verdienen. Das ist das Gesetz des Lebens, mein Lieber. Das Naturgesetz. Ja? Nee. Die Stärkste, das ist das Gesetz der Kriminellen. Der Stärkste wird überleben. Die Weiche und die Hurensohne ohne Kopf und auch schon ohne Seele werden sie sterben. Und das ist gut für die Bevölkerung. Okay? Ja. Weil eine bessere Rasse wird sich kommen später. Wie kommt man denn auf so einen Scheiß? Das nennt man schon national zu sein, Nationalist zu sein. Hat dir das Allah erzählt? Ja. Ja, ich habe Allah schon mal die Eier gekrault. Genau. Ja. Der lässt sich nun, öfters mal impotenten die Eier krollen. Leuten, Schwulen, Transen und diejenigen, die so wie du schon sein Leben verbringen, also die sind wirklich schade und die müssen sich wirklich schon weg von dieser Welt sein. Ja. Ja. Das ist aber interessant, was es so von dir gibt. So interessant. Ja, wahrscheinlich. Oder? Menschen kommen hier bei uns in Deutschland für so eine Einstellung ins Gefängnis. Mir scheißegal doch. Es ist doch Demokratie, oder? Nee, in Deutschland herrscht keine Demokratie. Klar, gar nicht, oder? Nee. Nationalismus oder Kommunismus nehmen wir auch. Ja, nee, haben wir hier nicht. Oder Faschismus. Ja, sowas haben wir hier. Sowas? Ihr habt doch einen Scheiß auch schon, von gar nicht von denen, was wir gesprochen haben. Ich weiß schon, wie das System dort funktioniert. Ja. Und auch schon, wie wo ich bin, was funktioniert. Woher weißt du das denn? Ich bin doch in Deutschland. Ja. Ach so. Bedienst dich quasi am Sozialsystem. Ein Vogel hat mir das gesagt. Ja, musstest du das dir wieder vorsagen lassen von jemand anderem, ja? Nein, ich glaube mehr an den Vogel als dir. Ja. Und warum sagt dir jetzt schon wieder einer alles vor? Das gleiche wie du. Ja. Also schafft ihr da nichts alleine. Ne, wir schaffen das doch. Von ja, alleine. Aber warum muss immer einer alles vorreden? Naja, weil es ist nicht so. Ja. Jemand anderes könnte und auch schon könnte geben, besseres. Also könnte besseres schon. Ja, immer Leute zum Vorsagen. Besseres Ideen eingeben, ja. So, Hartmut, es tut mir leid für dich. Ja. Es tut mir leid für deine Familie. Ja. Es tut mir leid für deine Mutter. Warum? Dass sie einen Hurensohn ohne Ideen, ohne Zelle und mit solchen blöden Ideen in Leben gebracht hat. Sehr und das tut mir leid für deine Großmutter, die sie deine Mutter gemacht hat. Ja. Und dann deine Mutter müsste dich ertragen 9 Monate im Bauch. Und dann bist du geboren. Ja, es tut mir leid auch schon für die allen, die sich in deinen Gegend sind. Ja. Ja. Weil du bist so wie ein Tumor, okay? Deinen Typ ist so wie ein Tumor. Ja. Sehr interessant. Ihr übervölkert den System und auch schon, ihr infiziert auch den anderen neben euch. Ist ja interessant. Tut mir wirklich leid, ja. Also ja. Wenn ich schon etwas am Hände hätte gerade, ich hätte schon einen ganzen Stadt mit Napalm gebracht. Ja. Genau. Und mit deinen Aschen hätte ich schon Neues angefangen. Ist ja nett. Du bist nur ein Parasit in der Matrix. Nichts mehr. Nichts wert. Das kann wertlos sein. Ja. Ja. Einen Spezies, die sich nur atmet, isst und scheißt. Ja, genau. So bist du stolz auf dein Leben? Ja. Bist du stolz, dass du einen Parasit? Na klar. Ja. Bist du stolz, dass deinen Typ ist am Vermehren? Ja. Dass deine Menschen sind am Vermehren? Ja. Und dass du immer noch Parasiten produzieren willst? Na klar. Ja, ja klar. Genau, und du bist so ruhig, ehrlich, also...
Du bist ehrlich ein Parasit, mein Lieber. Weiß ich. Du fühlst dir den Wort, was ich hier sage, aber du reagierst nicht. Erstmal, nur weil jemand jünger als dich das sagt, ja, und jemand, der sich einen höheren Status in dieser sozialen Pyramide ist. Bist du albern. Ja. So, du kannst doch lachen, doch. Ja, du kannst doch weinen. Ja. Genau. Hängt sich alles ab, wie der Parasit, der sich ein Bild von drinnen. Ja. Wie kommt man eigentlich auf so eine schlechte Einstellung? Ja, kein Problem. Achso. Ist kein Problem. Kommt man halt einfach so drauf, ne? So ist das halt. Wenn man irgendwo aus dem Kakerlakenland anruft. Hartmut, mein Lieber, du steckst in den Matrix gerade und du kannst das nicht verstehen. Aber hör mich so. Ja. Das ist ja interessant. Du solltest deine Meinung, deine Änderung und deine Ideen ändern. Du sollst ja nicht mehr Fernseher schauen und nicht mehr vor dem Computer bleiben und wichsen dort. Ja. Benutz mal das Computer nicht nur zum Wichsen. Ja. Wozu denn dann? Weil Pornografie rotet. Ja. Nein, wie sagt man schon, isst dein Gehirn. Also Pornografie verächtet dein Gehirn. Ja. Und so bist aber du immerhin habe ich eins. Obsessiert. Und so bist du schon jemand verloren in diesen Matrix. Und du aber bist immerhin habe ich doch eins. Was hast du noch eins? Ja, ein Gehirn. Du denkst, das fehlt du dir, hast ja. Es schon. Na, du denkst ja schon. Dass ja. Du hast es. Mhm. Aber du benutzt es nicht. Also, ach so. Genau. Also wenn du das benutzen könntest, also hey, wären wir schon nicht zusammen am Telefonieren. Aber ihr seid ja kriminell. Und was hat das damit zu tun? Naja, ihr seid halt kriminell. Genau, und was sollte das bedeuten? Sollte mir das schlimm fühlen? Also soll ich mich jetzt traurig sein, weinen? Also ja, das soll wäre ich mir beten, also Entschuldigung sagen, dass ich so bin? Nein, ich bin so. Ja, ich bin stolz darauf. Wenn man da wenigstens ein bisschen Einsicht zeigen würde. Aber für den Typ von euch, also euch Parasiten, eine Sozietät, die sich aus Parasiten eingemacht ist, ja, es tut mir wirklich leid. Und wirklich, und es gibt keinen Napalm in dieser Welt, dass ich euch verbrennen kann oder Hydrogen, die ich Ihnen schon alle ins Himmel blasen kann. Ja. Genau. Aber trotzdem schon, ich hoffe schon, dass jemand schon so wie Hitler oder auch schon Kim Jong-un wird sich in diesen, auf einem guten Moment kommen und sagen, scheiß drauf, ich werde alles kicken und alles töten. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und dann Seife für die Hände euch zu machen. Mhm. Ja. Genau. Ehrlich, also du bist ein Parasit, ehrlich, Hartmut. Und dein Name selbst bedeutet starke Scheiße. Ja. Schimmeldöner mit einem Nachnamen, so wie die türkischen Dönern, du sollst dich schämen von deinen Damen, von deinem Namen, von deinem Nachnamen, deinem Familiennamen. Mhm. Du trägst dich. Kommst du denn aus der Türkei? Blut. Was? Kommst du denn aus der Türkei? Ja. Ja? Genau. Aus Ankara? Nein. Ein bisschen weit weg. Aha. Ja, in der Grenze mit Syrien. Was hat das damit zu tun? Kurde bin ich. Was hat damit zu tun? Ein Kurde. Ich komme aus Sukkur. Aus Kurdien? Sukkur. Sukkur. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ich dachte, du bist Albaner. Was denn? Mhm. Was denn? Was ist Albaner. Das? Albaner. Nein, keine Roten. Ja, nicht Albaner aus Albanien? Ein Sukkur. Ja. Ein Kurde. Ja. Mhm. Mag man da auch Allah oder nicht so? Ja. Ja? Ja. Hast du dem auch schon mal die Eier gekrault? Nein, nicht mit der Eier gekrault. Nee. Aber wir hier, wir differenzieren die Leute. Diejenigen, die sich weiß, so wie euch sind. Ja? Ja. Wir töten die. Ja. Seit am Anfang. Das ist aber schön. Ja. Das macht also aber gut. Wir machen eine natürliche Selektion. Ja. Genau. Interessant, was du da so von dir gibst. Genau. Also solche Menschen, finde ich, sollte man einsperren und dann nicht mehr auslassen. Vielleicht einfach den Schlüssel wegschmeißen und vergessen, also, dass ihr da eigentlich so sagen nur, die Feiglinge. Ja? Genau, diejenigen, die sich von uns schon fürchten. Warum fürchtest du dich von mir? Mach ich ja nicht, ich finde dich ja lächerlich. Wenn du einen Gehirn hast, das kannst du benutzen. Ja. Aber ich finde dich ja lächerlich. Machen wir nur. Na dann. Ja, ich finde sollte ich mich ja traurig fühlen, dass du mir lächerlich findest? Weiß ich nicht, kannst du ja machen. Na dann. Mhm. Was willst du damit sagen? Ja, dass ich dich lächerlich finde. Genau. Ja, und genau. Was sonst?
Nichts weiter. Nichts weiter? Einfach das? Ja. Eine ganz reichen Vokabular und auch eine ganz reichen Wörter, ganz viele reiche Wörter hast du schon in deinen in deinem Munde zu haben. Also einfach lächerlich zu sagen. Ja, das ist aber interessant. Das ist aber interessant. Ja. Ne? Ja? Okay. Na gut. Ja. Na gut, mein lieber Döner. Lieber Döner. Lieber Döner. Ja. Na dann, ich wünsche an alle euch nice zu ficken. Ich wünsche an alle euch so weiterzumachen. Ja. Ein Parasit immer noch weiter zu bleiben. Ja, aber du wirst ja auch irgendwann dafür ins Gefängnis kommen, was du da machst. Naja, schon ist es kein Problem für mich. Ich kann mir das ertragen. Das können Mach dir Sorgen auf mich dann. Mach dir keine Sorgen auf mich. Ja. Ich habe schon alles überlegt. Ja, ja. Schön, dass man darüber nachdenkt. Genau, selbstverständlich. Gott weiß das besser. Wallah weiß das besser. Okay? Na dann. So. In diesem Leben und auch schon in anderen. Ja. Also, ich werde immer superior gegen dich sein. Du holst so. Ja. So, einen schönen Tag noch weiter. Tschüss. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja. Hallo? Ja. Herr Martin? Nee. Mit wem spreche ich? Den Sie angerufen haben. Wer möchten Sie denn sprechen? Martin Vorhauschneider. Vorhautschneider, ja. Das heißt, Sie, Herr oder? Vorhautschneider für Sie. Wie bitte? Das heißt für Sie, Herr Vorhautschneider. Okay. Herr Vorhautschneider, ich bin Tobias. Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Aha. Haben Sie sich gerade registriert und ein Online-Konto gestellt? Nee. Doch? Nee. martini@gmail.com ist Ihre E-Mail-Adresse? Auch nicht. Wie bitte? Nein, martin.vorhautschneider@mdccfun.de ist meine E-Mail-Adresse. martini@gmail.com ist nicht Ihre E-Mail-Adresse. Nee, das ist falsch. @mdccfun.de. Nee? Ja, das haben Sie falsch geschrieben. Das. Nee. Aber ich lege ja auch noch im Bett. Ich habe ja nichts gemacht. Moment. Advent. Also nein, gestern haben Sie sich registriert. Ja, gerade haben Sie gesagt, gerade eben. Ja, gerade habe ich bekommen Ihre Daten. Aha. Haben Sie das gemacht, oder? Gestern habe ich da meine Daten reingefingert, ja. Genau. Und haben Sie ein Online-Konto gestellt und ich bin Ihre Kontoberater. Ich rufe jetzt zu aktivieren Ihre Handelskonto. Da müssen Sie ja nicht gleich so rumschreien. Wie bitte? Sie schreien so rum. Was schreiben? Nee, Sie schreien. Also wollen Sie schriftlich? Was denn? Wie bitte? Was meinen Sie denn? Da müssen Sie sich schon ein bisschen deutlicher artikulieren. Ja, ich kenne schon Deutsch. Nee, deutlicher artikulieren. Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Also, ich habe gesagt, ich rufe zur Aktivierung Ihre Handelskonto. Ja. Sie haben selber Ihre Daten eingegeben, haben Sie Interesse gezeigt und ich habe bekommen Ihre Daten. Und was macht man da mit dem Konto? Also handeln. Was ist das? Das Trading. Handeln tue ich auf eBay. Und auf Amazon das kann ist Trading. Handeln. Oder meinetwegen auch bei Kaufland an der Wursttheke kann ich auch um einen Euro runterhandeln. Also wissen Sie, was ist Finanzmarkt? Nee, was macht man da? Also so gibt es so Kryptowaren, Forex, Aktien. Das ist ja cool. Mit die Sachen können Sie handeln. Ja, mit Sachen. Das doch mit Kleidung dann, oder? Na, hab ich gesagt. Ja, Sie haben gesagt mit Sachen. Also Anziehsachen meinen Sie dann, oder was meinen Sie da? Na, das zum Beispiel sage ich also mit Kryptowaren, mit Bitcoin oder mit Ölprofit. Ach so. Mit Ölprofit, was ist ein Ölprofit? Hallo? Hallo? Ja, was ist denn Ölprofit? Ja. Ja. Ölaktien mit Ölprofit. Ach so. Was ist denn das da gerade für ein Musiktitel im Hintergrund? Wie bitte? Was ist denn das für ein Musiktitel im Hintergrund? Ich habe nicht verstanden. Nochmal bitte.
Der Musiktitel. Was für eine Musik ist? Ja. Ja, das ist wegen Sicherheit, weil neben dem Kollege, sie kann nicht also mehr hören, was sage ich, was spreche ich mit ihnen. Aber ich höre doch die Kollegen nebenan. Also jetzt können sie nicht hören. Doch. Daneben spricht jetzt momentan niemand. Doch. Man hört ja da die Leute im Raum. Okay, sagen Sie, was sagt jetzt neben Kollege? Naja, das versteht man ja nicht, das Genuschel. Aber es sind auf jeden Fall eine Frau und noch ein Mann da im Raum. Ja, deswegen ist Musik. Ja, aber man, die Musik vertuscht das ja nicht. Doch schon. Nee. Oh. Da müssen Sie sich mit dem Datenschutz ein bisschen besser befassen. Wie bitte? Ich sage, da müssen Sie sich mit dem Datenschutz ein kleines bisschen besser befassen. Herbert? Herbert? Herbert hat das Mikrofon ausgemacht. Was haben Sie nicht bei uns gemacht? Sie haben Ihr Mikrofon ausgemacht. Ich? Ja. Nein, das ist vom Netz vielleicht. Nee, das war Ihr Mikrofon. Habe ich genau gehört, weil man hört es immer knacken, wenn Sie den Mikrofonknopf drücken. Können Sie nicht das hören, weil habe ich nicht gemacht. Doch. Ja, okay. Wollen Sie jetzt aktivieren Ihre Handelskonto? Oh, was kriege ich denn dafür? Geld. Wie viel denn? Kann ich nicht genau sagen. Ja. Bekommen Sie einen Finanzberater, er kann Ihnen genau sagen, wie viel bekommen Sie, was müssen Sie machen und weiter alle Sachen. Ich bin Kontoberater. Ich kann ich erst mit dem nur Ihr Handelskonto aktivieren. Mhm. Ich will ja erst mit dem reden, mit dem ich wissen kann, wie viel ich verdiene und nicht denn mit dem, der nichts weiß. Und da du ja der bist, der nichts weiß, musst du mich weiter. Wenn starten Sie mit 250, in was? Ein bis zwei Wochen können Sie doppelt verdienen. Ungefähr ja, so sage ich. Dann musst du mich mal an jemanden anderen weitergeben, an irgendeinen anderen Mann. Okay, warten Sie kurz, ich gebe weiter jetzt. Ja. Jetzt ist das Mikrofon wieder aus. Rera Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Hallo, schönen Tag, spreche ich mit Herrn Vorhautschneider? Ja, aber der Mann hat mir einen anderen Mann versprochen. Ja, ich bin Marlena Weber, ja? Aber Sie haben keinen Dienst zwischen denen. Ich bin Finanzberater. Ja, ich weiß, dass Sie haben mit einem Mann gesprochen. Er ist ja. Meine Kollege. Aber er hat gesagt, ich kriege jetzt einen anderen Mann. Nicht Mann, sondern Frau. Ich bin Frau. Das ist aber schlecht. Hören Sie meine Stimme, Herr Vorhautschneider? Ja, leider. Aber die ist mir zu hoch. Ich möchte jemanden mit einer tieferen Stimme, bitte. Mit wem müssen Sie sprechen? Na, jemand, der sich auskennt und eine tiefere Stimme hat. Was hat? Was meinen Sie damit? Eine tiefere Stimme, männlicher. Nur zu weiblich. Herr Vorhautschneider, einfach, ich bin Finanzberater, ja? Dürfen Sie da überhaupt arbeiten? Ich werde auf Ihre Fragen antworten. Was ist Ihr Problem? Seit wann dürfen denn Frauen mit einem Kopftuch arbeiten? Was meinen Sie damit? Na, seit wann Frauen mit Kopftuch arbeiten gehen dürfen? Wer ist Frau mit... Was meinen Sie? Wer ist das? Na, Chef? Gib mir mal einen Mann bitte ans Telefon. Ich möchte nicht mit dir reden. Okay, es ist Ihr Problem, ja? Einfach von unserer Seite, Sie machen nichts. Einfach, Sie haben registriert, deshalb meine Kollegin hat Ihnen angerufen, ja? Und ja, aber wir werden ja einfach nicht. Ihnen Beratung geben. Aber wenn Sie haben ja keine Interesse, wenn Sie müssen, das ist nicht unsere Schuld, na, ja? Ich hätte ja gerne mal mit jemandem gesprochen, der sich auskennt. Aber der Mann von vorher war ja eine Katastrophe. Was auskennt? Ja, der hat sich nicht gekennt aus. Was möchten Sie, Herr Vorhautschneider? Ja, bitte sagen Sie, damit wir verstehen, wie können wir Ihnen helfen, ja? Na, ich möchte mit jemandem reden, der Ahnung hat. Warum denken Sie, dass wir haben keine Ahnung? Na, hatte der doch nicht. Er hat doch dann auch gesagt, ich gebe dich mal weiter an jemanden, der Ahnung hat. Hat er doch gesagt. Ja, und jetzt, ich habe Ahnung. Sie können Ihre Fragen nicht stellen. Er hat aber gesagt, an einem Mann. Und jetzt habe ich mit einem Mann gerechnet und jetzt möchte ich auch bitte einen Mann bekommen. Das heißt, Sie müssen nicht, Frau. Sie müssen sondern mit einem Mann sprechen, ja? Ja, ja. Okay. Was?
Hallo, guten Tag. Hallo, meine Schild. Hallo, Herr Fortschneider, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Da, mir wurde nur gesagt, dass Sie mit einem Mann reden möchten, ja? Mit einem Kollegen von denen. Ja. Was ist los? Na, der Mann hat gesagt, er holt jetzt mal einen Mann, der Ahnung hat und sagen kann, wie viel Geld man da verdient. Okay. Also, wie weit sind Sie gekommen? Was du da alles erklärt? Was, also, na, gar nichts bis jetzt. Ich verstehe Ihre Frage erst nicht, ja? Was ist mir bei Ihnen offen geblieben? Stellen Sie mir die Frage, die werde ich gerne beantworten. Na, wie viel Geld kann man denn bei Ihnen so im Monat verdienen? Monatlich? Ja. Es hängt davon ab, mit wie welchem Betrag Sie anfangen werden, ja? Weil, wie gesagt, da haben Sie drei Möglichkeiten als Anfänger. Also in diesem Fall, wie ich es sehen kann, haben Sie gar keine Erfahrung, richtig? Ja. Genau, und da haben Sie drei Beträge, womit Sie anfangen können. Das wäre 250, 500 und 1000. Also wenn Sie mir jetzt sagen, ich fange mit 250 an, dann kann ich so ungefähr sagen, was Sie in dem nächsten, also was Sie nächstes Monat bekommen werden oder mit 500. Also sagen Sie mir, wie möchten Sie anfangen? Na, was verdient man denn Betrag? Damit mit 250 Euro? Mit 250? Ja. Mit 250 für den ersten Monat, da kommen Sie so circa 1000 bis 2000 hoch. Und wie viel Prozent Rendite sind das? Bitte? Wie viel Prozent Rendite sind das? Also, wie viel Prozent passiert was? Rendite. Wie welche Rendite? Die Rendite, ja. Schauen Sie, Sie bezahlen keine Prozente. Nee? Nein. Wissen Sie, wie man überhaupt eine Auszahlung macht? Wir haben Bitcoin-Automaten. Da bezahlen Sie gar nichts. Keine Steuern kommen drauf, keine Prozente kommen drauf. Das ist ganz normal, also. Deswegen, also verstehe ich nicht, was Prozent Sie meinen. Bei Krypto-Automaten, haben Sie sowas noch nie gehört? Nö, habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, das gibt's überall. Können Sie mal googeln. Nee, aber schreiben ich Sie auch Bertha Theodor, Bertha Theodor Caesar. Automaten, also das sind ganz normale Bankautomaten, ja, die einfach nur mit Bitcoins arbeiten. Da haben Sie die Möglichkeit, die Auszahlung zu machen, ohne irgendwelche Prozente einzuzahlen. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, auf einer Bankkarte den Betrag zu überweisen, aber da werden Sie sehr viel verlieren. Da werden Sie bestimmt mehr als 10% bezahlen. Deswegen haben wir eine Alternative in diesem Fall mit Bitcoins-Automaten, wo Sie einfach keine Prozente reinstecken und gar nichts verlieren. So sieht's aus. Haben Sie noch weitere Fragen? Ich kann gerne also alles beantworten, was offen ist. Und wie macht man das? Also die Aktivierung, meinen Sie? Ja. Genau, da haben Sie, es fängt davon an, welche Zahlungsmöglichkeit Sie zur Hand haben. Haben Sie Mastercard, Visa-Karte, ein Girokonto? Was für eine haben Sie? Ich kann Ihnen das Bargeld bringen. Bringen, das können Sie mit einer Bank eine Überweisung machen, eine Banküberweisung. Aber am schnellsten ist das, wenn Sie Online-Banking haben, also eine Bankkarte haben, in Ihrem Handy auch Online-Banking. Sie haben Sie schon mal in Ihrem Leben irgendwas online bestellt, bei Amazon oder bei irgendwo? Ja, da habe ich schon also, bestellen. Haben Sie schon? Okay, es funktioniert mit derselben Methode, ja? Sie bestätigen die Zahlung und in Ihrem Online-Banking und das Geld wird auf Ihrem Handelskonto sein. Ganz einfach, die einfachste Methode. Dann müssen Sie, weiß ich nicht, zur Bank gehen, ein bis zwei Stunden einfach abwarten, eine Überweisung machen und noch nach der Überweisung dauert das 1 bis 3 Werktage, bis der Betrag auf Ihrem Handelskonto ist. Um das Ganze sparen zu können, haben wir diese einfache Methode. Also es geht ganz einfach, dafür brauchen Sie ungefähr 15 Minuten. Hören Sie mich? Hallo? 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 Hallo?
Herr Vorhautschneider, hallo? Hallo? Ja, Onkel. Hören Sie? Ja. Okay. Haben Sie gemerkt, die Schritte? Ich hab grad bin gerade ein bisschen weggenickt. Bitte? War da noch was Wichtiges? Es wurde schon alles gesagt. Schon, also machen wir die Aktivierung zusammen jetzt, wie besprochen. Ja, dann wenn Sie sagen, wie das geht, dann kann man das machen. Gerne, gerne, gerne. Also, was für ein Handy haben Sie? Motorola. Motorola. Eine sehr schöne. Haben Sie Android-System drauf? Nee. Okay. Warten Sie ganz kurz, da werde ich eine haben Sie Zugriff auf die E-Mail-Adresse? Nee, die habe ich mir ausgedacht. Da musste ja irgendeine rein. Okay, dann buchstabieren Sie Ihre richtige E-Mail-Adresse. Hab keine. Sie haben keine E-Mail-Adresse. Okay. Sie haben vorher gesagt, Sie haben eine E-Mail-Adresse. Sie können nee. Keine E-Mail-Adresse haben und sich registrieren. Na, habe ich doch gerade gesagt. Ich habe mir die ausgedacht, weil sonst hätte das ja nicht, sonst hätte ich mich ja nicht registrieren können. Okay, wo möchten Sie die Aktivierung überhaupt machen oder nicht? Wenn nicht, dann schalte ich aus, machen wir nicht weiter. Ja. Also, möchten Sie oder möchten Sie nicht? Ja. Möchten Sie? Dann brauche ich eine E-Mail-Adresse von Ihnen. Aber ich habe doch keine. Warten Sie ganz kurz. Ja. Hallo? Also, Herr Vorhautschneider, jetzt hören Sie mich? Hallo? Nee, ich will ja nicht mit Ihnen sprechen. Also, jetzt werde ich wegen Herr Alex sprechen, ja? Aber dann müssen Sie bitte männlicher klingen. Wie bitte? Machen Sie mal eine ganz tiefe Stimme. Welche Stimme meinen Sie? In der Ihre, die müssen Sie mal ganz tief machen. Ja, jetzt sprechen mit Bella Richter. Nee, mach mal tiefer deine Stimme. Wollen Sie mit Herr Alex sprechen? Ja. Ja, okay. Ja, mein Lieber. Hallo. Was wollten Sie von mir? Na, aktivieren. Aktivieren? Ja. Aktivieren? Ja. Oder, okay. Dann müssen wir erstmal eine Möglichkeit für Sie finden. Ja. Warten Sie ganz kurz. Ja. Wir müssen für Sie erstmal eine E-Mail-Adresse erstellen. Haben Sie überhaupt eine Bankkarte? Nee. Gar keine Bankkarte. Nee, aber ich kann Sie da Sie haben nur Bargeld. Und Sie haben mich vorher, Sie haben mich vorher gesagt, dass Sie schon über Amazon was bestellt haben. Wie haben Sie das bestellt? Mit Überweisung. Da habe ich vorher so einen Gutschein gekauft. Also, okay, und mit Banküberweisung. Hab ich mit dem Okay. Ich kann Sie gerne Bankdaten geben, worauf Sie die Überweisung machen können. Ja. Wie machen wir das? Es wäre. Ich kann es ja aufschreiben. Sie können das aufschreiben. Warten Sie ganz kurz. Ja. Aber Sie müssen eigentlich einen Überweisungsbeleg mir schicken. Wie werden Sie das machen? Weiß ich nicht. Ich habe doch nichts zum Hinsen. Aber den brauchen Sie ja auch nicht, den Überweisungsbeleg. Den hat Amazon auch nicht gebraucht. Für eine Bestätigung von unserer Seite. Nein, das ist notwendig. Braucht Amazon ja auch nicht einen Überweisungsbeleg. Ich brauche ein Quittungsbeleg. Nein, das ist mit Amazon. Überweisungsmöglichkeit ist die selber. Also seid ihr sowas wie Koksdealer? Wie bitte? Seid ihr sowas wie Koksdealer? Habe ich nicht verstanden. Was meinen Sie? Na, wenn man jetzt so eine Kohle nimmt und die verkauft, dann heißt es Koksdealer. Wollen wir jetzt was spielen? Mensch, ärgere dich nicht.
Hallo? Junge Fräulein? Junges Frühlein? Schnecke? Oh nein. Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? Ja? Warten Sie kurz, eine Minute, ja bitte? Okay. Dann zieh ich mir in der Zwischenzeit schon mal einen Schnüpfer an. Weil falls es gleich feucht wird, dann tropft es nicht. Hallo. Ja. Also, habe ich Ihre Daten, also... Was? IT, habe ich Ihre Daten in unserer IT-Abteilung angegeben. Sie sind unseriös und können wir weiter nicht mit Ihnen arbeiten. Oh, und machen nein. wir eine Anzeige. Oh, yes? Nein! So, wie hieß eure Firma nochmal? Wie bitte? Wie hieß eure Firma nochmal? Das war's leider von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ich hoffe, dir hat das Hörspiel gefallen. Wenn ja, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniere gerne kostenlos den Kanal, wenn du den Kanal unterstützen und auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information aufs Handy, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du den Kanal kostenpflichtig unterstützen möchtest, kannst du das mit dem Button Mitglied werden unter dem Video tun. Hier kannst du den Kanal eine kleine Finanzspritze zukommen lassen, damit das Projekt Callcenter Abzocke wächst und gedeiht und sich immer mehr vergrößert. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.